Da ist sie. Ah, doch, sieht eigentlich schon ganz cool aus, wie so ein Raumschiff. Ja, was? Was ist, Manu? Dir ist aber schon etwas an diesem Gebäude aufgefallen, oder? Wir haben dich ernsthaft gebaut. Dubstep Intro. So ist das geil. Hey und willkommen zu einer Runde Minecraft Windows 10 Edition in Kooperation mit Nvidia und MSI. Es gibt nun schon seit einiger Zeit die Minecraft RTX Beta und das bedeutet, wenn ihr eine dieser Grafikkarten besitzt, könnt ihr, wenn ihr wollt, die Raytracing-Technologie bei euch aktivieren. Aber bevor ich mehr dazu sage, hier einmal ein Beispiel. RTX aus, RTX an, aus, an, aus und wieder an. Falls ihr also Interesse an den neuen Grafikkarten haben solltet, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da ist der Link, wo nochmal alles genau erklärt wird. Danke natürlich auch an Nvidia und MSI für die Kooperation. Bewerte den Part und viel Spaß! Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Und ich bin auch dabei, hallo. Hallo, Tim, wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's mega. Ja, ist doch nice. Wollen wir Lust auf ein kleines Abenteuer? Ja, warum nicht? Oh, hinterfragt bitte nicht, warum ich so aussehe. Ich wollte auch einmal schön sein. Ach, das war doch ein toller Anfang. Wir werden heute mit unseren OP-Rechten und unseren Geilo-Schwämmen hier versuchen, das Wasser rauszulutschen, um dann eine Art Unterwasserbasis bauen zu können. Ja, dann werden wir dann später das Wasser wieder reinklatschen und schauen, wie das aussieht. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Vor allem, ich liebe diese Unterwasserwelten hier mit dem Shader. Und vor allem, ich habe ja auch nie dieses Unterwasser-Update gespielt, deswegen kenne ich die ganzen... Ah! Nein, geh hoch, pass auf. Deswegen kenne ich auch die ganzen Fische hier noch gar nicht. Achso, ich dachte, du meinst, die Animation kennst du nicht, dass man schwimmt. Nee, hier. Das kenne ich auch nicht, nee. Aber guck, das ist echt Delfin, cool. Alter. Der schwimmt doch nicht herum. Ja, der gibt dir einen Buff. Das ist aber du solltest halt zwischendurch mal Luft holen, ne? Ja, das wäre ganz gut. Hier unten ist ein mega großer Zombie. Achso, ja, es gibt Unterwasser-Zombies, so, die dann auch einen Dreizack droppen. Ja, warte mal, ich prank ihn mal. Hier, ich platziere ein paar Schwämme. Das habe ich halt noch nie so gemacht. Mit Schwämmen? Ja. Man muss da gleich ein bisschen rumtricksen, aber das kriegen wir schon wie einfach völlig überfordert ist der Zombie. Ja klar, der checkt nicht, was abgeht. Da muss man das, glaube ich, hier nämlich so ein bisschen eingrenzen. Ach so, du meinst drumherum. Genau. Und dann kannst du das, glaube ich, ich meine, so ging das. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her, dass ich eine Unterwasserbasis gebaut habe. Nee, warte mal. Komm mal mit, bitte. Komm mal mit. Okay, alles klar. komm mal bitte mit. Ja? Weil, warum starten wir das denn da? Lass es doch lieber mitten im Wasser machen, anstatt am Rand. Diese Fische irritieren mich die ganze Zeit. Aber süß, dass sie zugucken, auch interessiert sind. Können da aber mit anpacken, die Drecksviecher. Ja, bin ich auch für. Freue mich schon drauf, wenn einige in diesem Teil hier gefangen sind und wir dann die Schwämme einsetzen. Oh, brauchen die, also mal doof gefragt. brauchen die Luft? Brauchen die Wasser? Ja, die brauchen Wasser. Hast du denn schon eine Idee, wie du dir vorstellst, die unter Wasser beißt? Ja, ich habe eine genaue Vorstellung. Ich habe vor, erstmal die Schwämme halt zu nehmen, um das innere Wasser rauszubekommen. Ja. Und dann bin ich fertig. Ah, okay. Verstehe. Das reicht doch. Ja, ich dachte vielleicht an so unterschiedliche, wie die ISS Raumstation, weißt du, dass du so unterschiedliche Zylinder hast, die du durch Schleusen miteinander verbindest. Ach so. Oh ja, dann hat man noch so einen coolen Wasser-Zwischeneffekt, ja. Genau. Oh, da wollen zwei Fische raus. Na, ey, wollen alle raus jetzt hier? Ja, weil sie merken, dass es ernst wird. Ja, aber wirklich auf dem letzten Spalt, wie sie alle jetzt an dieser Ecke versuchen rauszukommen. 2000 Jahre später. Lol, als ob. All die Arbeit umsonst. Und die armen Fische. Du Mörder. Nein. Hol Wassereimer. Nein, oh Gott, Alter. Ich werde euch alle essen. Das ist nicht umsonst, wa? Alter. Kommt in meinen Bauch. Da ist es schön warm. Ich mag eigentlich gar keinen Fisch. Was war das denn? Du hast es nicht verdient. Was machst du denn da? Jetzt versuche ich gerade diese Röhre zu machen.
Ich weiß noch nicht genau. Aber du würdest es doch nicht nur aus Glas machen, oder? Doch, na klar. Also vielleicht kann man so einzelne Verbindungsstücke machen, aber es sieht doch ganz, ganz nice aus. Also das ist zum Beispiel mein Raum hier dann oder deiner. Dann haben wir hier so ein kleines Gemeinschaftszimmer. Aber. Und jetzt macht man hier quasi nochmal so ein Ding dran. Aber das ist ja, ich mache ja nur Vorschläge, Manu. Ja. Ah, ja, man kann, ah doch, kann man wohl hier. Ja, aber ich dachte so. Oh. Oder noch besser, warte mal, geh mal weg, da so. Oder noch besser so. Oho, da müssen wir die Delfine einladen. Ja, warte, ich hol sie. Kommt her. Oh, jeden Morgen so schön eisgekühltes Meerwasser. Ja, aber wir brauchen eigentlich noch eine Toilette dann, ne? Ich brauch keine. Hä? Du brauchst keine? Ja, genau. So ein Loch im Boden reicht halt. Ja, hier so. Im Schlafzimmer direkt. Ich mach's dann auf und... Und was genau? Bah! Dann macht man da rein und dann läuft das hier unten drunter durch. Ey, ist ja perfekt. Mach jetzt trotzdem noch eine Schleuse. Das kann ja hier dann quasi... Hier könnte unser Unterwasser-U-Boot sein. Wir haben U-Boot? Ja, klar. Mit dem wir dann hoch und runter fahren. Ah, ich denke die ganze Zeit, man kann auf Glas jetzt nicht unbedingt alles draufsetzen, aber irgendwie schon, doch. Ja, ich glaube, das geht aber auch erst jetzt seit der 1.15. Die haben ja super viel gerne, auch dass du, was waren das nochmal, auch Knöpfe an die Decke und sowas machen kannst. Das ging nicht? Das ging ja, glaube ich, so. Nee, doch, das ging. Das ging ja schon bei Leben, glaube ich. Aber irgendwelche Sachen, irgendwas. Ich schau mal, wie ein Teppich aussehen würde. Das ist auch echt blöd hier. Macht es irgendwie komplett kaputt. Macht es einfach komplett kaputt. Bisschen gemütlicher. Jetzt machst du da echt so einen Teppich rein. Ja, also ich stelle mir das halt gerade etwas sehr kalt vor auf dem Boden und ich rutsche wahrscheinlich immer aus. Das stelle ich mir mal lustig so vor, so ein Ikea-Besuch. Ach, nimm doch hier noch die Topfpflanzen mit für unsere 30.000 Kilometer entfernte Unterwasserbasis. Ja, was ist denn ein Problem? Willst du hier so leben oder was so? Einfach so. Ich mag das, wenn es so klinisch, so, weißt du, alles so. Warum regnet das eigentlich die ganze Zeit? Mach das mal so, dass du dich wohlfühlst, Manu. Ja, dann müsste ich alles einfach zerstören. Danke dafür. Meinst du nicht unsere. Oder haben wir eine Fußbodenheizung? Nee, aber einfach dicke Jacken. Und das ist ja auch nicht so. Ja, was bringt mir denn eine dicke Jacke, wenn meine Füße kalt werden? Also, ja, dicke Schuhe. Ach so. Das gibt's doch auch. Eine Glocke? Ja. Ich kenn's ja gar nichts. Nee. Ist das alles jetzt? Nein, schon vor Jahrzehnten. Was denn, Alter? Manu, ja, da kommen die ganzen Villager. Aufstehen! Nein, die kommt hier schon mal nicht rein. Ich muss dir meinen Lieblingssong zeigen, Manu. Oh nein. Ich habe einen kleinen Tanz dazu einstudiert. Mann, was ist denn falsch mit dir? Du kannst doch mal ein bisschen Musik genießen. Ich will mir nur meckern. Ja, ich will. Damit, Alter, ganz im Ernst. Ey, zieh doch allein hier rein. Tschüss. Manu, bist du da? Ich bin schon raus. Tschüss. Ah, hier fällt man runter und ist dann tot. Okay. Genau. Das, Manu, das musst du doch erst ausbauen dann hier. Das fährt sich so aus, weißt du? So eine kleine Treppe nach unten. Ja, aber es darf ja kein Wasser. Weißt du? Ach ja. Es ist ja... Weiß zwar nicht, wie wir da jetzt reinkommen können, aber wir schaffen das schon. Ja, yeah, ja. Yeah. Erstmal reinkommen, rauskommen ist dann nochmal ein anderes Thema. Möchtest du mir irgendwas sagen? Wieso? Ja, mit dem rauskommen, erst rein. Ach so. Also ich würde mal so, genau, erst raus. Aber wichtig ist ja vor all dem, dass... Rein. Ich glaube übrigens, dass es genauso wirklich laufen würde. Dass wenn wir die Option hätten, in eine Unterwasserbasis zu gehen, wir auch erstmal sagen würden, ja, wir schauen mal, wenn wir da sind, machen wir uns Gedanken, wie man rauskommt und wie das alles so aussieht. Ich glaube, das ist schon... Ja, nee, aber stimmt, wir brauchen ja auch eigentlich... Also klar, man kann jetzt sagen, man kann mit dem U-Boot auch raus. Ja, klar. Aber wollen wir nicht irgendwie eine Art Minitunnel bauen zur Außenwelt, damit wir auch wirklich rauskommen und nicht hier drin verhungern? Ja. Ja, pass auf, du... Ich baue einen bist Tunnel, doch der, nein, du bist doch der Gott. Du kannst mal eben, hier müsste jetzt alles dicht sein, die ganzen Wände wegmachen. Ey, ich riskier's jetzt. Oh Gott, Mann. Alter. Oh, lol. Okay, aber jetzt ist ja eben und jetzt noch nicht müsstest alles du, weg. Nee, genau, mach von mal runter und weg und dann müsstest du oben nochmal mit Wasser füllen. Ach du Scheiße. Es gibt kein Undo, Manu. Nein!
Hey, warum hast du denn nicht einfach die Wände nur weggenommen? Ach, ja, weil ich das einfach, weil ich dumm bin. Du willst ja, es gibt keinen Rückgängigbefehl. Nee, gibt's nicht. Gib es nicht. Okay. Ja. Ein paar Sekunden später. Das sieht nice aus. Ah, lol, what? Hm. Ja, das ist viel schöner als vorher mit dem fließenden Wasser. Ich mir mal einen zu b***chen, oder? Ich hab Bock drauf. Was ist das denn? Gab mega Leck hier gerade. Was ist das denn für eine Ausrede? Nee, es gab wirklich einen Leck. Ich hab drauf gedrückt, es hat 5 Stunden gedauert, bis ich... Oh, mein scheiß Stuhl quietscht. Du bist doch einfach nur absolut gestört, Mann. Was ist mit dir geschehen in den Jahren? In den Jahren? Ich war schon immer gestört. Ach so, hab ich nur nicht gemerkt, oder was? Nö. Du machst jetzt nur gerade so auf seriös. Eigentlich bist du auch liebend gern gestört mit mir zusammen hier. Liebend gern. Gemeinsam gestört. Das ist übrigens auch der Name meines ersten Buches. Gemeinsam gestört. Eine Autobiografie von Tim. Genau. Vor allem von Tim. Auch nicht Bergmann, sondern eine Autobiografie von Tim. Ach so, ja, ja. Ja, hä, du bist halt so berühmt, dass einfach dein Vorname schon ausreicht. Das stimmt, ja. So, und jetzt bitte nach da oben. Ja! Wey! Hast du es? Ja, ich hab's. Gänsehaut. Oh Gott, dann kann ich dich ja jetzt gleich richtig überraschen, wer das kennst du. Das ist doch ein Fahrstuhl jetzt, oder? Ja. Ja, ich glaube, das ging schon länger. Geh mal rein. Alter! Und wow! Ins Licht! Wow! Alter, wie nice! Ja. Ja, wie das auffällig das ist. Guck mal da hinten. Ja, wo da kann sich denn die geheime Wasserbasis befinden? Da ist sie. Ah, doch, sieht eigentlich schon ganz cool aus. Wie so ein Raumschiff. Ja, was? Was ist, Manu? Dann ist mal Schlafenszeit, würde ich sagen, ne? Gute Nacht! Dir ist aber schon etwas an diesem Gebäude aufgefallen, oder? Wir haben dich ernsthaft einen Schlaf gebaut. Vor allem mit uns beiden in den Hohn. Das kann doch nicht angehen. Alter, was? Ich hab's halt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich muss nur ganz dringend ins Bett, Manu. Ich wünsch dir viel Spaß, ne? In deiner Kajüte. Gehst du ins rechte oder linke? Ich geh in den Link. Schlaf gut. Okay. Dann würde ich sagen, bewerte den Part. Vielen Dank an MSI und Nvidia für die Kooperation. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung oder gebt den Link ein, der hier steht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.